Für das Apfelrotkraut brauchen Sie 700 Gramm frischen Rotkohl, 80 Gramm Schmalz, 80 Gramm Zwiebeln, 150 Gramm Apfel, 100 Milliliter Rotwein, 300 Milliliter Fleischbrühe, 30 Gramm Johannisbeergelee, Salz, 120 Milliliter Essig, 30 Gramm Zucker. Tuch, Schere und Band für Pfefferkörner, Piment, Zimtstange, Nelken, Lorbeerblatt und ein Apfel für die Garnierung. Für die Vorbereitungsarbeiten brauchen Sie ein Arbeitsbrett, ein Küchenmesser, eine Schüssel und Arbeitshandschuhe. Den Rotkohl durch den Sprung halbieren. Die schmutzigen Außenblätter entfernen. Dann vierteln. Und den Strunk herausschneiden. Danach in 5 cm breite Stücken teilen und diese in dünne Streifen schneiden. Mit Rotwein, Essig, Zucker und Salz wird der Rotkohl mariniert und geknetet. Aus dem Leinentuch schneiden Sie ein kleines Quadrat. Füllen es mit Gewürze und binden es zu einem Beutel zusammen.